Hallo, ich zeige euch dieses Mal, wie man mit Le Conjugateur Verbkarten ausdrucken kann. Die sind dann beidseitig bedruckt und auf einer Seite sind die französischen Verbformen in der gewählten grammatikalischen Zeit. Los geht's, ich muss zuerst wieder Verben wählen und da ich jetzt schon weiß, dass da auf einem Blatt 10 Verben Platz haben, muss ich auch mindestens 10 Verben auswählen, wenn ich ein ganzes Blatt füllen will. Sonst bleibt halt da noch was leer. Ich nehme mal da Unity 12 mit 21 Verben. Das reicht dann bestimmt. Gehe weiter auf Druckerei und wähle hier Verbkarten ausdrucken. Da kommt man zum Einstellungslayout und kann erstmal sagen, welche will ich denn nicht haben. Ich scrolle da runter. Kann mir hier nochmals angucken, die Verbkarten, die sind hier von vorne und hinten, sind die dargestellt. Und bei diesen ist jetzt überall das Präsent eingestellt. Wenn ich eins nicht haben möchte, kann ich das noch wegnehmen und einfach aufs Kreuz drücken, dann sind die nicht mehr ausgewählt. Und ich kann hier bei jeder einzelnen Karte die Zeit, die grammatikalische Zeit wählen. Das heißt, ich kann dann auch Passé-Composé-Karten ausdrucken oder Futur oder was weiß ich. Ich habe da extra noch Futur-Composé auch zugefügt, damit man das auch mal ausdrucken kann oder den Schülern zeigen kann. Ich gehe jetzt aber jetzt auf Einfachfett zum Beispiel und lasse die Partizipien stehen. Das kann ich bei jeder Karte wieder einzeln wählen, ob ich das haben möchte oder nicht. Ich lasse das stehen und drücke hier auf alle Zeiten gleich. Jetzt sind alle 19 sind auf Einfachfett eingestellt. Auf einer Seite haben 10 Verbkarten Platz. Das gibt also knapp 2 Seiten. Und ich muss dann die Seiten umdrehen und nochmals in den Drucker legen. Also ich lasse die Auswahl mal so stehen. Sie sehen dann, wie das aussieht beim Drucken. Da kommt die Warnung, dass mehr als eine Seite entsteht. Das macht mir jetzt diesmal nichts. Und ich habe da das Druckmenü und erstmal die französische Seite mit den französischen Verbformen. Dann geht's weiter. Ich würde jetzt hier auf OK drücken, das würde jetzt die beiden Seiten ausdrucken. Ich gehe auf Abbrechen. Bitte bestätigen mit OK, wenn Sie die Blätter im Drucker umgedreht haben, steht jetzt da. Also ich muss jetzt warten, bis die Blätter gedruckt sind. Dann muss ich sie umdrehen und nochmals von der anderen Seite bedrucken. Bitte testen Sie zuerst mal mit einer Seite, wie Sie das Blatt dann einlegen müssen, damit das nicht zu viel Ausschuss entsteht. Denn da ist jeder Drucker ein bisschen anders. So, ich nehme jetzt an, die sind gedruckt, habe die Blätter umgedreht und gehe auf OK. Jetzt kommt die hintere Seite, wird hier nochmals gezeigt. Da sind die Verben jetzt auch alle umgedreht und von rechts nach links nummeriert, damit das auch schön gegenseitig bedruckt wird. Ich lasse das jetzt da wieder mit Abbrechen sein und jetzt würden die anderen Seiten auch bedruckt werden. Mit einer Schneidmaschine können Sie dann die gut schön ausschneiden oder auch auf festeres Papier drucken. So, das wäre es schon gewesen. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich gehe dann noch zurück und ganz an den Anfang. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören nochmals und tschüss.